Willkommen bei Chief of Anything, dem Podcast der Coa Academy von und mit Michael Porz und Christian Kohlhof. Für alle, die mit ihrem Unternehmen oder Leben noch mehr erreichen wollen. Wenn dir unser Podcast gefällt, darfst du uns gerne mit einer 5-Sterne-Bewertung unterstützen. Wir freuen uns auch sehr über deine Rezension unseres Buches Chief of Anything und auf deine Teilnahme in unserem Chief of the Year Remote Leadership Program. Hallo Michael. Hallo Christian. Wir sind am vorletzten Teil unserer 6-teiligen Serie in 7 Teilen zum Thema... Weißt du was? Ich habe dir noch nicht verraten. Es gibt noch einen 8. Teil. Ja, ich habe... Okay, wir schaffen das. Auf jeden Fall 6. Teil von 6 to be continued. Und es geht zum Thema Aufgabentrennung. Und ich würde gern mit dir jetzt die Aufgaben gerade so teilen. Mhm. Wenn du magst, dass du mal kurz darüber sprichst, wie du an Teams delegierst. Mhm. Weil das ist in deiner Kompetenz und in deiner Präferenz und deine Persönlichkeit liebt es auch. Ich kann da eine Erfahrung zuteilen. Ja, bitte. Ich liebe das Racy-Modell. Mhm. Das war noch nicht die Erfahrung. Die Erfahrung habe ich auch schon gemacht. Bei mir ist mittlerweile irgendwie, ist mir klar geworden, das ist ja ein ganz einfaches Modell. Und wir haben auch schon mal eine Episode dazu gemacht, wie das funktioniert. Ne? Also wer das nochmal im Detail hören möchte, kann sich das gerne anhören. Es ist eine Tabelle mit 5 Spalten. Und vorne in die erste große Spalte schreibe ich das wohlformulierte Ziel rein. Das ist ganz wichtig. Ein wohlformuliertes Ziel ist Grundausgangslage für jede Delegation. Und Racy ist Delegation an ein ganzes Team im Grunde. So, und in den Spalten danach halte ich dann fest, wer ist responsible, also alle, die mitarbeiten. Wer ist accountable, das ist die eine Person, die ultimativ verantwortlich ist und es darf nur eine sein. Und dann habe ich eine Spalte für Leute, die konsultiert werden, also Input geben. Das ist das C, consulted. Und die letzte Spalte ist das I, das sind die Leute, die informiert werden. Mhm. Entweder wenn die ganze Sache abgeliefert ist, das Ziel ist erreicht oder auch zwischendurch mit Status-Updates. Ganz wichtig ist nur, dass wer konsultiert wird und informiert wird, wirklich nicht mitarbeitet und auch keine Hände in die Küche reinsteckt und da irgendwie im Brei mitmischt, sondern sich wirklich raushält. So, und damit ist dann festgelegt, wie die Aufgabentrennung ist von allen Beteiligten zur Erreichung dieses Ziels. Mhm. Und dann benutzen wir aktive Fragen jede Woche, um zurückzuschauen als Team, wie sehr haben wir auf einer Skala von 1 bis 10 unser Bestes gegeben, das Ziel zu erreichen. Und das war's schon, ist total geil. Und ich brauche gar keine Titel mehr. Chief Zielerreicher. Genau. Ja. Und wenn ich der Dirigent bin, ja, dann habe ich es auf meiner Not-to-Do-List gar nicht mehr in der Matrix überhaupt mit drin zu stehen, in der Racy-Matrix. Ist ja keine Matrix-Tabelle, die Racy-Tabelle. Also nicht mal mehr accountable. Ne, ja. Vielleicht informed noch, oder? Ja, informed ist ja okay. Ja. Das heißt, je besser die Tabelle im Unternehmen implementiert ist, umso weiter rutsche ich nach rechts. Ja. Und falle irgendwann raus. Ja. Mit meinem Namen. Dann habe ich ein super System geschaffen, einen Execution-Modus gefunden, wo das einfach von alleine läuft. Mhm. Dann bin ich der Dirigent. Wie oft mache ich das? Das kommt drauf an, worum es geht. Also das passt zu jeder Frequenz. Ich kann das zu einem Wochenprojekt machen, ich kann das, du und ich, wir benutzen das ja manchmal, ne? Dann sprechen wir es ab. Wer hat den Accountable-Hut auf? Ja, okay, mach du. Bin ich responsible, muss ich was mitmachen? Nö, ich kümmere mich drum. Okay. Ja. Das geht im ganz Kleinen, in einzelnen, ganz kleinen Themen und es geht halt in großen Projekten. Ja, und bei Coa machen wir es ja tatsächlich wöchentlich. Ja, wir gehen es wöchentlich im Team-Meeting durch und zwar auch nur mit den aktivierenden Fragen. Also ohne zu diskutieren, ja, warum oder wofür etwas noch nicht gemacht wurde oder warum was nicht geklappt hat, sondern einfach stoisch durchgehen, um uns bewusst und unbewusst daran zu erinnern, was das Ziel ist und so mit die Motivation weiter hochzuhalten. Ja, und ich habe für mich auch die Erfahrung gemacht, wenn ich dann sage, ich habe letzte Woche nicht mein Bestes gegeben, dann gebe ich höchstwahrscheinlich in der Woche drauf mein Besseres. Oder ich frage dann auch nach Hilfe.
und sage, also um hier jetzt mein Bestes zu geben, brauche ich vielleicht Unterstützung oder mir ist was noch nicht klar oder ich... Ja, und ich hatte letztens auch so ein Ziel, wo ich accountable war, wo ich dann nach ein paar Wochen gesagt habe, nee, ich kann zu dem Ziel nicht mehr committen, das funktioniert so nicht, ich kann es nicht abliefern, können wir bitte was anderes machen oder uns was Neues überlegen, was wir stattdessen machen. Ja. Auch okay. Und dann kann ich es auch rausnehmen. Ja. Ja. Cool. Ja. Also, was ich an dem RACI-Prozess auch so mag, ist, es ist ein echt knackiger Prozess. Ja. Also wir nehmen ja auch immer so die Zeit. Also sind manchmal in 4-5 Minuten sind wir durch. Ja. Und dann wissen alle, was gerade passiert, wer an welchem Thema arbeitet und wer wie viel von seinem Besten gegeben hat. Und was mir gut gefällt, ist, dass wir vorher Purpose, Vision, Value, Strategies nochmal durchgehen. Und das immer reihum. Jede Woche pitcht das wer anders, damit wir uns gemeinschaftlich als Team daran erinnern, was eigentlich unsere großen Strategien sind. Cool. Genau, so delegiere ich an ein Team. Die nächste Frage wäre jetzt noch über die Meeting-Rhythmen, die ich brauche, um diese ganzen Sachen zu erledigen. Wollen wir das heute noch machen oder machen wir es in der nächsten Episode? Ja. Komm, wir geben Gas. Wir machen's. Halt, an wen können wir denn die Entscheidung delegieren? Hey, das gefällt mir. Ja, komm, das machen wir jetzt noch. Wir treffen eine Entscheidung. Die haben wir nämlich noch nicht delegiert. Ach, stimmt. Dann wären es doch am Ende nur 7 statt 8 Episoden. Pass auf, dann delegieren wir es doch an mich. Ja, du entscheidest. Okay, dann entscheide ich, dass wir dafür eine extra Episode machen. Möchtest du Input von mir dazu? Nö. Ich glaube, das kann ich mit meinem Wissen, kann ich das selber entscheiden jetzt. Ich bin heilfroh, dass wir das nicht gemeinschaftlich entscheiden müssen. Ja, wir könnten abstimmen. Wir könnten abstimmen, ja, nur dann was, dann brauchen wir eine absolute Mehrheit oder eine hundertprozentige, einstimmige Mehrheit. Zu zweit ist das so schwierig. Okay, ich entscheide das. Und das Schöne ist, ich weiß ja, wenn ich es jetzt entscheide, du gehst ja auf jeden Fall die Entscheidung mit. Ja, klar. Ich bin ja froh, dass wir vorher entschieden haben, wer entscheidet. Hauptsache, wir kommen voran. Get shit done. Okay. Dann entscheide ich jetzt hiermit, dass Meeting-Rhythmus in der nächsten Folge passiert. Dann. Vielen Dank, Michael. Das war der Chief of Anything Podcast der Core Academy mit Christian Kohlhof und Michael Porz. Willst du auch als wahrer Leader deine Ziele mit mehr Leichtigkeit erreichen und ein Team aufbauen, das einfach funktioniert? Wir laden dich herzlich ein, in unsere nächste Live-Leadership-Session hineinzuschnuppern. Bewirb dich jetzt unter coa.academy/dabeisein.